شنو هو؟ ايه وين الاخضر؟ الازرق وين؟ هذا هذا المسبح. Sie brachten uns bei, wie man Sprengstoffgürtel benutzt. Sie zeigten uns, wie man sie mit dem roten Knopf zur Explosion bringt, falls einen die Ungläubigen schnappen. Sie haben das 2 Tage lang mit mir geübt und auch, wo ich mich in die Luft sprengen soll. Ich gehörte zu den ziemlich Fortgeschrittenen. Sie haben mir schon den Ort gezeigt, an dem ich mich in die Luft sprengen sollte. Morgen wird Gott dich ins Paradies aufnehmen und du wirst ins Paradies kommen. Da bist du wieder mit deinen Eltern vereint. Und sie sagten, Selbstmordattentäter bekämen sogar Geld und es würde im Paradies auch Spielzeug, Autos und Computer geben. Alles, was man will. Und du wirst auch deine Eltern im Paradies treffen. Alles, was du willst, wird Gott dir geben. Ich heiße Musa. Ich bin 12 Jahre alt. Ich heiße Yusuf. Ich bin 9. Wir sind Brüder. Ich heiße Kaswara. Ich bin 16 Jahre alt und komme aus Syrien, aus Raqqa. Ich war Mitglied des IS. Ich blieb 2 Jahre dabei. Das ist die Akropolis. Sie ist sehr schön. Da liegt der Omonia-Platz. Und dort drüben der Syntagma-Platz. Ich mag den Monastiraki-Platz. Ich gehe oft dorthin. Und das da ist Iliopoli. Ich bin im Februar 2016 nach Griechenland gekommen. Ich wollte hier ein neues Leben anfangen, um dem Krieg und dem IS zu entkommen. In Syrien hingen überall Plakate, die zum Dschihad aufriefen. Überall wurde zum Dschihad aufgerufen. Alle meine Freunde waren schon Mitglied des Islamischen Staates.
Irgendwann war auch ich überzeugt und habe mich ihm angeschlossen. Es gibt spezielle Trainingslager für Kinder, bis zu einem Alter von 16 Jahren. Sie werden Ashbal genannt, die kleinen Löwen des Kalifats. Unsere Gruppe war für das Durchkämmen zuständig. Wenn der IS eine Region erobert hat und seinen Vormarsch fortsetzt, dann kommen wir, um den Sektor zu sichern, um die Region zu durchkämmen. Das bedeutet, dass wir denen die Kehle durchgeschnitten haben, denen, die der anderen Seite angehören und sich verstecken. Wir haben Alkoholgeschäfte angezündet und zerstört. Das war unsere Aufgabe. Später wollte ich für den Geheimdienst arbeiten. Sie waren einverstanden. Ich war sehr nützlich für sie, vor allem wegen meines Alters. Ich sehe wie ein ganz normaler Junge aus. Wenn sie jemanden gefangen nehmen wollten, haben sie meistens mich geschickt. Zusammen mit einem anderen Jungen, der mich begleitete. Wir haben die meisten Verhaftungen ermöglicht. Nicht einmal untereinander kannten wir unsere richtigen Namen. Wir waren rund um die Uhr maskiert, auch nach der Arbeit. Wir nannten uns gegenseitig Maskenmann. Niemand durfte deine Identität kennen. Unsere Arbeit bestand vor allem darin, Leute zu fangen, wie zum Beispiel Zigarettenschmuggler. Wenn der IS jemandem misstraute, haben wir alles überwacht, was er tat. Jedes Kommen und Gehen. Unsere Arbeit bestand aus Hausdurchsuchungen und Verhaftungen. Was war das Schlimmste für dich? Einen Menschen abzuschlachten zum Beispiel. Und noch anderes. Wegen mir wurden Menschen umgebracht. Ein Mann aus meiner Gegend wurde wegen mir vom IS enthauptet. Anderen wurden wegen mir die Hände abgehackt. Hast du das Leben eines Kindes geführt? Nein, ich hätte ein anderes Leben führen sollen. Das waren fast 3 Jahre. Das war kein Leben. Thank you.
Ich war am Anfang sehr glücklich bei ihnen. Sie haben uns viel geschenkt. Sie haben uns im Auto herumgefahren und gesagt, sie könnten uns überall hinfahren. Wir haben sie geliebt. Sie haben uns nach Hause gebracht und uns Taschengeld gegeben. Sie haben uns Geld gegeben, um uns eine Gehirnwäsche zu verpassen. Sie sind mit uns spazieren gefahren und haben uns dann nach Hause gebracht. Manchmal haben sie uns zur Moschee gebracht und uns weiße Kleidung gegeben. Nach dem Gebet haben sie die Moschee geschlossen und die Kinder versammelt. Sie haben uns Gewehre gegeben. Da war ein Knopf mit einer Feder. Den musste man drücken und dann ziehen. Mit dem Knopf wurde es geöffnet. Sie sagten, das hast du gut gemacht. Es gab Geschenke. Die Männer haben uns ins Dorf gebracht und ließen uns auf einem Panzer schießen. Wer es nicht gut machte, wurde ausgeschlossen. Mir hat am besten gefallen, mit dem Gewehr zu rennen und mich auf den Boden zu werfen. Ich wurde nach Tabqa gebracht. Dort bin ich 6 oder 7 Monate geblieben. Das war ein geheimer Ort, nur für Kinder. Sogar die Flugzeuge konnten ihn nicht ausmachen. Er war geheim. Ich habe den Treueeid geleistet. Aber später habe ich geweint und wollte nach Hause. Doch sie haben mich nicht gehen lassen. Wir hatten Schwimmtraining und lernten, wie man Gewehre auseinandernimmt. Dieses Training in Tabqa haben wir alle gemacht. Danach haben sie mir gesagt, dass ich einen Sprengstoffgürtel anlegen sollte, um mich in die Luft zu sprengen. Wie viele Kinder waren in diesem Zentrum? Vielleicht 100 oder 150. Sie waren zwischen 6 und 10 Jahre. Mein Gesicht ist nicht zu sehen, oder? Das Problem mit Yusuf und Musa ist, dass ihr Vater sich nicht um sie kümmert. Deswegen waren sie von klein auf bei mir. Sie sind wie meine eigenen Kinder. Ich heiße Suhaib Deri und bin aus Deir ez-Zor. Ich bin Mitglied der Freien Syrischen Armee. Ich kämpfe gegen den IS. Ich erfuhr, dass der IS die Kinder in die Moschee lockte und indoktrinierte. Damals begann der IS damit, eine Generation von Kindersoldaten auszubilden. Deswegen habe ich sie außer Landes gebracht. Jetzt sorge ich für sie und versuche ihnen zu helfen, über all das hinwegzukommen, was der IS ihnen angetan hat. Kinder sind sehr nützlich für sie, nützlicher als ein Erwachsener von 20, 25 oder 30 Jahren, der weiß, mit wem er es zu tun hat. Sie benutzen 4- oder 5-jährige Kinder, um Menschen zu töten. Diese Generation wird den IS überleben. Diese Generation von Kindern wird nach dem Zusammenbruch des IS die Nachfolge antreten. Wenn der IS verschwunden ist, werden diese Kinder den Wiederaufbau des Islamischen Staates übernehmen. So etwas tut der IS. Dieses Kind ist 4, es stammt aus Deir ez-Zor. Es wird gleich einen Mann töten.
Einen Mann, der kaum 30 Jahre alt ist. Das Kind ist 4. Wenn ich diesem Kind begegne, töte ich es. Ich töte seinen Vater und seine ganze Familie. Wenn dieses Kind groß ist, wird es viele Probleme machen. Dieses Kind wird andere Kinder ausbilden. Es wird schon morgen zum Lehrer werden. Mit 10, 11 Jahren wird es ein Lehrer sein. Es wird andere Kinder anleiten, dasselbe zu tun. Das ist das größte Problem. Es ist besser, dieses Kind zu fangen und zu töten, als es am Leben zu lassen. Es ist nicht nur einfach ein Kind. Es darf nicht verschont werden, sondern muss sterben. Inzwischen gibt es seit 4 Jahren Kindersoldaten beim IS. In nur 2 Jahren werden die syrischen Kinder des IS eine echte Bedrohung für die ganze Welt sein. Ich heiße Omar. Ich bin aus Deir ez-Zor. Ich habe als Lehrer für den IS gearbeitet. Ihr Ziel war nicht Bildung, sondern die Ausbildung einer Generation von Kämpfern mit Leib und Seele. Die Ideologie wird ihnen von Kindesbeinen an eingetrichtert. Der Islamische Staat hat fast alle Fächer vom Lehrplan gestrichen: Arabisch, Mathe, Englisch, und sich nur auf die Religion konzentriert. Auch die Propaganda, das Radio des IS und die Aufputschmittel sollten die Kinder anstacheln. Aber das Wichtigste war die Propaganda. Sie stellten überall Leinwände auf und spielten kriegerische Lieder. All dies beeinflusste die Kinder sehr und sie strömten in Scharen in die bereits übervollen Lager. Es gab kaum noch Platz, so viele waren es. Und dieser Zustrom hält bis heute an. Die blutigen Gemetzel haben sich in das Gedächtnis der Kinder eingebrannt. Töten ist alltäglich geworden. Sie empfinden nichts mehr und haben vor nichts mehr Angst. Sie haben sich an unerträgliche Szenen gewöhnt. Ich heiße Abu Furat. Ich war Lehrer in Deir ez-Zor. Ich bin seit einem Jahr in der Türkei.
Als der IS kam, hat er alle Schulen unter seine Kontrolle gebracht. Ihr Lehrplan für die 4. und 5. Klassen umfasste kaum 20 Seiten. Im Rechenunterricht benutzten sie Fotos von Bomben, Pistolen, Munition und ähnlichen Dingen. Anfangs kam ein Bildungsbeauftragter und fragte: Was bringt ihr den Kindern hier bei? Wir zeigten ihm unser Lehrbuch und den offiziellen syrischen Lehrplan. Als er das Kapitel über Insekten sah, lachte er uns aus. Er sagte: Wozu bringt ihr den Kindern das bei? Schickt sie lieber in die Labors des IS, damit sie lernen, Sprengstoff und Bomben herzustellen. Wir haben weitergearbeitet, als wäre nichts geschehen. Ich sagte zu meinen Kollegen: Solange wir nicht tot sind, machen wir weiter. Ich habe alles getan, um die Kinder in der Schule zu halten. Wir haben Fußball gespielt und sind zum Baden an den Fluss gegangen. Alles nur, um sie vom IS und seinen Kinderwerbern fernzuhalten. Der IS erlaubt Fußball? Ja, doch. Dazu kann ich eine lustige Geschichte erzählen. Eines Tages kam eine Mannschaft des IS, die wollten auch gegen uns spielen. Wir hatten einen Schiedsrichter mit einer Pfeife. Einer vom IS sagte zu ihm: Es ist verboten zu pfeifen, das ist Haram. Wir haben weitergespielt, bis einer ein Foul beging. Da sagte ein anderer: Ihr spielt nicht nach den Regeln Gottes. Wir fragten: Was machen wir denn falsch? Und er antwortete: Es heißt Auge um Auge, Foul um Foul. Ich hatte Angst um die Kinder. Mir kam die Idee, ein neues Spielfeld anzulegen, um sie von den IS-Kindern fernzuhalten. Denn es wurde immer extremistischer. Mit Hilfe der Hisba, ihrer islamischen Polizei, versuchten sie, die erwachsenen Bewohner zu vertreiben. So wurde die Stadt zu einer Geisterstadt. In den Straßen gab es weder Männer noch Frauen. Sie blieben zu Hause und trauten sich nicht mehr raus. Draußen sah man nur noch Kinder. Eine geniale Idee. Auf diese Weise kam der IS direkt mit den Kindern in Kontakt. Am Ende haben sie mir verboten zu unterrichten. Nach meiner Flucht erfuhr ich, dass zahlreiche Kinder vom IS rekrutiert worden sind. Diese Kinder sind vor allem Opfer. Opfer des Terrorismus, Opfer des IS, Opfer des Regimes und Opfer des Krieges in Syrien. Sie sind das Kanonenfutter.
Das ist eine religiöse Veranstaltung, wie sie der IS organisiert. Einmal die Woche werden in den Dörfern Zelte aufgebaut. Da finden Wettbewerbe für Kinder statt. Sie lockten sie mit Spielen an, mit Hauziehen und Geschenken. Alle Kinder gingen dorthin. Das war ganz in der Nähe unseres Hauses. Meine Brüder Bashir und Abdel Karim gingen auch dorthin, weil sie ganz allein waren. Ich heiße Rayan und stamme aus Deir ez-Zor. Ich bin 24 Jahre alt und lebe seit 2 Jahren in Deutschland. Ich habe 2 Brüder, die immer noch in Deir ez-Zor leben. Bashir ist 10 und Abdel Karim 9 Jahre alt. Einer der Gründe, warum sie sich dem IS angeschlossen haben, war, dass sie zu Hause niemand betreut hat. Außerdem hat der IS alle Fernseher weggenommen. Das hatte Folgen. Denn da es keine Fernseher und Satellitenschüsseln mehr gab, haben sie dann eben die Propaganda geschaut. Zudem waren alle Schulen geschlossen worden. Ich habe ihnen Geld für einen Computer geschickt, damit sie Counter-Strike spielen und Spaß haben können. Kinder sind ja ganz verrückt danach. Ich wollte, dass sie beschäftigt sind und lieber vor dem Computer sitzen. Also schickte ich ihnen Geld für einen Computer und einen Generator. Aber sie haben den Computer dazu benutzt, sich die Propaganda des IS anzuschauen. Ich habe Videos, die ich dir zeigen kann. Das ist der Laptop, den ich Bashir geschickt habe, damit er sich die Zeit mit Videospielen vertreiben kann. Meine Mutter hat das gefilmt. Sie wollte mir zeigen, dass sie den Computer benutzen, um sich IS-Propaganda anzuschauen. Siehst du, sie sehen sich ein IS-Video an. Mein jüngster Bruder sieht es sich auch an.
Das sind meine kleinen Brüder, die da spielen. Abdelkarim, Bashir und sogar der Kleinste. Wenn ich das sehe, finde ich keine Worte. Ich bin wie gelähmt. Sie sind noch in Deir ez-Zor. Der IS verpasst ihnen eine Gehirnwäsche und mir sind hier die Hände gebunden. Wenn man einen sehr starken Schock erleidet, spürt man nichts mehr. Seitdem versuche ich, sie da rauszubekommen. Weil ich weiß, was mit ihnen geschehen wird. Inzwischen rechne ich mit dem Schlimmsten. Ich bin noch sehr jung, aber sie sagten, ich könnte schon den Treueeid schwören. Ich sagte, ich sei 14. Dabei war ich erst 8 oder 8,5. Meine Mutter meinte, ich sei noch zu klein. Sie mochte den IS nicht. Sie sagte, das sind Lügner. Du wirst schon sehen, was sie mit dir machen. Sie werden dir das Gehirn waschen. Sie haben den Eltern mit Gewalt ihre Kinder weggenommen. Als ein Vater seinen Sohn zurückhaben wollte, sagten sie, dann müsse er sich auch dem Islamischen Staat anschließen. Sie fragten ihn, wie viele Peitschenschläge er wolle. Er hatte die Wahl zwischen 40 und 50 Peitschenschlägen. Nachdem er die 40 Peitschenschläge erhalten hatte, sagten sie, wenn du nochmal wiederkommst, kannst du was erleben. Also kam er nicht wieder. Eines Tages hatte ich keine Schule. Sie haben uns gezwungen, bei der Bestrafung eines Diebes zuzusehen. Sie haben ihn und seinen Bruder getötet. Sie haben sie so gefesselt und ihnen die Augen verbunden. Sie machten ihre Schultern frei. Sie waren natürlich betäubt worden, damit sie sich nicht wehrten. Dann kam der Dicke mit seinem Säbel, schritt so vorne weg. Er schrie, Gott ist groß. Und dann haut er ihm den Kopf ab. Oder sie nehmen ein Messer und er muss sich vorbeugen. Im Namen des Islamischen Staates. Und er enthauptet ihn. Dann wirft er den Kopf weg, so. Und dann fängt der Körper an, so zu zittern. Ich schwöre, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Ich schwöre. Jetzt habe ich große Angst. Wenn meine Eltern mir etwas zu essen machen, habe ich keinen Appetit. Mir ist immer schlecht. Ich kann das nicht sehen. Ich bekomme davon Albträume. سل السيوف والخناجر سل السيوف والخناجر أخي أنت مقبل
Ich heiße Muhammad Abu al-Abbas al-Rakawi. Ich bin 15. Ich war 13, als ich mich dem Islamischen Staat anschloss. لجز ونحر بسكين ثأر سمت من حرى بقطع الرقاب بجمع الكلاب بقطع الرقاب حسام برا والله وصاني. Es kam jemand aus dem Irak. Scheich Abu Muhammad al-Baghdadi. Er liebte Lieder. Er kam nach Raqqa, um uns zu besuchen. Er kam aus Mosul. Wir veranstalteten einen Wettbewerb, um den besten Sänger zu küren. Abu Muhammad al-Baghdadi war auch da. In meinem Lied sagte ich zu ihm: O Abu Muhammad al-Baghdadi, du stattest uns einen Besuch ab. Ich habe ihn besungen und den Wettbewerb gewonnen. Er hat mir den Preis überreicht. Eine 9mm Pistole und 2 Granaten. Das war ein schönes Geschenk. Ein Sänger muss die Moral der Kämpfer stärken. Wenn sie im Kampf ein Lied hören, hebt das ihre Moral. Es verleiht ihnen Selbstbewusstsein und sie fühlen sich wichtig. Im Kopf eines Kindes ist noch viel Platz für Lieder. Wenn es sich konzentriert, lernt es sie leicht auswendig. Die Älteren, die über 20-Jährigen, denken nur an den Kampf. Ihnen steht nicht der Sinn nach Singen. Die meisten Sänger sind Kinder, die noch nicht stark genug sind für den Kampf. Und wolltest du kämpfen oder singen? Ich wollte kämpfen. Warum? Ich hatte einfach Lust dazu. Schon als Kind liebte ich Kämpfe und das Geräusch der Schüsse. Ich schoss mit einem Gewehr und fand das lustig. به عز ديني وذل البغاة فيا قوم هبوا لدحر الكمات فإما حياة وإما ممات وإما ممات يغيظ العدا وإما ممات يغيظ العدا صليل الصوارم نشيد الأبا. Ich heiße Ahmad, ich komme aus Raqqa und bin 26. Ich habe für die Al-Nusra-Front gekämpft. Später wurde ich gezwungen, für den IS zu kämpfen. Ich bin immer an vorderster Front gewesen. Unter uns waren auch Kinder zwischen 8 und 10 Jahren. Sie kamen mit dem Druck während unserer Offensive nur schlecht zurecht. Einige von ihnen, nur wenige, sagten, dass sie nach Hause zu ihren Eltern wollten, mitten in den Kämpfen. Sie hielten das Grauen nicht aus. Manche weinten und sagten: Ich will nach Hause, ich will hier weg. Aber die meisten Kinder waren freiwillig da. Manche waren sogar an der Front, ohne ihre Eltern zu benachrichtigen. Wir haben niemanden gezwungen.
Für die Selbstmordoperationen muss man den Treueeid leisten. Das müssen Freiwillige sein. Dafür wurden vor allem Kinder benutzt. Ich habe auch Erwachsene andere enthaupten sehen. Aber nicht wenige Kinder melden sich freiwillig dazu. Sie wollen es ausprobieren. Unter den Erwachsenen gibt es welche, die es am Ende ablehnen, aber die werden bestraft. Wenn man den Befehl dazu erhält und sich weigert, jemanden mit dem Messer abzuschlachten, ihn lieber erschießen will, erhält man entweder Peitschenschläge oder wandert ins Gefängnis oder wird ausgeschlossen. Aber das ist schon das Äußerste bei den Erwachsenen. Von den Kindern wird keines gezwungen. Nicht wenige melden sich sogar freiwillig. Sie sind Profis. Ich bin hartherzig gegenüber allen geworden. Ich war hart zu meinen Eltern. Zu meiner Schwester. Zu allen. Zu meiner ganzen Familie. Ich hatte mit niemandem Mitleid. Ich ging meinen Eltern aus dem Weg, damit ich nicht mitbekam, falls sich meine Mutter falsch verhielt. Sie sollten keine Probleme bekommen. Wir sahen, wie Menschen die Kehle durchgeschnitten wurde. Aber es war uns egal. Das Herz wurde schwarz, wie man so sagt. Wir kannten keine Herzensgüte mehr. Wenn du bei deinem Vater ein Fehlverhalten registriert hast, konntest du ihn mitnehmen oder einsperren, obwohl er dein Vater war. Einmal habe ich meinen Bruder eingesperrt. Er hatte mir nichts getan, einfach nur so. Ich war mir vollkommen bewusst, was ich tat. Ich war daran gewöhnt. Ich habe ihn geschlagen, das war normal. Eingesperrt, gefoltert, normal. Das war normal. Warum bist du geflüchtet? Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Das habe ich noch niemandem erzählt. Kann ich rausgehen? Ich hatte einen Freund, der vom Islamischen Staat hingerichtet wurde.
Er wurde der Homosexualität bezichtigt. Bei der Hinrichtung haben sie ihn von einem Silo gestürzt, aber er war nicht tot. Du weißt ja, wie hoch ein Silo ist. Er wurde von oben heruntergeworfen, aber er war nicht tot. Sie mussten ihm den Rest geben. Und derjenige, der ihn hingerichtet hat. An dem Abend war ich bei Freunden gewesen. Das war zu der Zeit, als ich beim Geheimdienst war. Ich ging die Straße entlang, als neben mir ein Auto hielt. Der Typ öffnete sein Fenster und rief nach mir. Ich ging zu ihm und sagte, dass ich bei Freunden gewesen sei. Und dass ich nicht nach Zigaretten rieche. Er sagte, ich werde dich durchsuchen. Er klopfte meine Taschen ab, aber ich spürte, dass seine Hände mich auf eigenartige Weise berührten. Was er sagte und tat, kam mir seltsam vor. Als er mich durchsuchte, fühlte ich mich unwohl. Er befahl mir, hinten ins Auto einzusteigen und hat mich vergewaltigt. Ich war damals nicht bewaffnet. Nach diesem Erlebnis hasste ich den Islamischen Staat. Am nächsten Tag war ich im Büro des Geheimdienstes. Da kam er rein. Ich war maskiert, aber ich spürte, dass er mich erkannt hatte. Ich tat so, als wäre nichts. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, denn er war ein bedeutender Emir des IS. Wenn ich ihn angezeigt hätte, hätte man sicherlich mich und nicht ihn bestraft. Das dachte ich damals. Ich fühle mich viel älter, als ich bin. So viel älter. Ich habe das Gefühl, als sei mein Leben schon fast vorbei. Ich hasste sie immer mehr wegen dieser Hinrichtung. Das war eine schwere Zeit, eine sehr schwere Zeit. Mein
Mein Bruder ist vor mir geflohen. Ich bin mit meinem Onkel nachgekommen. Als ich in der Türkei ankam, fragte ich meine Tante, ist es wahr, dass Selbstmordattentäter ins Paradies kommen? Sie sagte, nein, wer hat dir das erzählt? Ich meinte, das hat man uns so beigebracht, sie kommen ins Paradies. Das ist Syrien. Syrien. Ich wünschte, es wäre alles wie früher. Thank you.